in der letzten Woche passiert. Viel Lustiges. Ja, unser Bubi, Außenminister, hat in New York gesprochen, richtig, ja? Und hat sich dort erklärt für den Vertreter der Weltjugend. Ob die Weltjugend das will oder nicht, das wissen wir nicht. Aber wir wissen, wie die FAP-Politik, und er ist ein FAP-Politiker, in Österreich populär ist. Ja, es gab vor 2 Wochen diese Wahl in Vorarlberg. Für diejenigen, die informiert sind. FAP hat zwar gewonnen, relativ, und hat bei den Pensionisten die absolute Mehrheit, ich glaube 80% oder so etwas erreicht. Bei den unter 30-Jährigen, bei den Jungen, an welcher Stelle ist die FAP gelandet? Vierte Stelle in Vorarlberg. Naja, das sieht nicht nach große Popularität bei den Jungen. Ja. Ja, und dieser Außenminister, auch innerhalb der FAP, ist nicht unbedingt jemand, den man Parteirebell oder Parteikritiker nennt. So, so wie Chab bei SPE vor 20 Jahren. Ja, ja. Also, er ist wirklich Träger der FAP-Politik. Er ist halt jung und hübsch, ja. Gut für ältere Frauen wie die Angela Merkel. Oder vielleicht ältere Herren. Sprechen wir lieber nicht weiter. Gut. Ja. Lustig noch. Natürlich unsere Innenministerin Johanna Mikl-Leitner. Diese Idee, dass jede Gemeinde Asylanten aufnehmen soll und muss. Ja, bringt das eigentlich etwas für die Asylanten oder wird das nur Ausländerhass steigern in Österreich? Ich glaube eher an die zweite Variante. Wenn man die Gemeinden zwingt dazu, dass sie die Schwarzen aufnehmen oder auch die Araber. Also das wird sicherlich eher den Asylanten schaden. Und der Mikl-Leitner hat eines vergessen. In Dreiskirchen hast du 10 Übersetzer in alle möglichen Sprachen. Arabisch, Tschetschenisch, Albanisch. Ja, also in irgendeiner x-beliebigen Gemeinde in der Steiermark hast du natürlich keine Übersetzer. Du kannst mit deinen Asylanten ja gar nicht kommunizieren. Die Idee ist, ja, Mikl-Leitner. Ja, sie hat eine noch bessere Idee heute geäußert. Und zwar ist das, ja, man muss Gesetze immer beschließen, wenn sie vor 24 Stunden als notwendig erweisen. Ja, und das ist Verbot der islamischen Terrororganisationen wie Islamischer Staat, IS. Und in dem Gesetz wird formuliert, dass Symbole von IS unter Verbot fallen, Strafe mindestens 4.000 Euro. Ja, nur, wer von uns kann eigentlich ein Symbol der IS, geschrieben in arabischer Schrift von irgendeiner Anweisung, die Toilette ist nur für die Herren, unterscheiden? Das muss mir jemand erklären. Das ist arabische Schrift und genau diese arabische Schrift ist verboten. Andere arabische Schriften sind erlaubt. Wer sollte das eigentlich jetzt entscheiden? Ja, das ist jetzt Verbrechen und das andere ist die notwendige Toilette. Ja, leider gibt es nicht nur Österreich mit diesen lustigen Ministern. Es gibt auch Syrien. Wer das ein bisschen verfolgt? Meine Frau ist Archäologin und war dort in Göbekli Tepe an der syrischen-türkischen Grenze noch vor 5 Monaten. Das sind die allerbesten Zeugnisse aus der Steinzeit. Wirklich hervorragende Kunst aus der Steinzeit. Ja, an dieser Grenze
2 Kilometer von der türkischen Grenze liegt eine Stadt, Ayn al-Arab. Diese Stadt, um diese Stadt wird in diesen Tagen gerade gekämpft. Und zwar so, dass man das von der türkischen Grenze mit bloßen Augen beobachten kann, wie sich die IS-Kämpfer und die Kurden umbringen. In den Vorstädten dieser Stadt, in den Straßen dieser Stadt. Ja, mit Fernglas kann man natürlich alle Details sehen. Das ist jetzt, ja, die größte Errungenschaft dieser Tage. Eine Schlacht in Reichweite, man kann sie dort von türkischen Gebieten natürlich sehr sicher beobachten. Und ja, das ist genau das Inländer-Dreieck von den Türken, Arabern und den Kurden. Kurden sind bekanntlich Indoeuropäer. Ja, es ist nicht sehr... Ja, die Amerikaner können dann dort natürlich nicht bombardieren, weil wenn sie was bombardieren, bombardieren sie gleichzeitig auch die Kurden und vielleicht auch schon die türkischen Grenzsoldaten. Das ist alles knapp aneinander in dieser Stadt. Ja, Ukraine. Was ist in Ukraine passiert? Nichts Neues. Es wird weiter dort gestorben, trotz Waffenstillstands. Man hat in den Leichenhallen von Donetsk, das ist die größte Stadt dort auf der russischen Seite, prorussischen Seite, in den Leichenhallen liegen ca. 400 nicht identifizierte Körper. Das sind die Leute, die man aufgesammelt hat, nachdem die ukrainische Armee sich zurückgezogen hat, um ein paar Kilometer. Ja, bei einigen diesen Körpern fehlen sämtliche innere Organe. Das ist vielleicht nicht sehr, sehr schöne Sache. Ja, wenn Sie mich fragen, wie es mit der Ukraine weitergeht, alles ist möglich. Entweder wird dieses Konflikt doch eher gebremst, gedämpft bis zum Winter. Das ist die beste Variante. Oder, weil in Ukraine in 4 Wochen gibt es da die Parlamentswahlen, dass die heutige Regierung und Präsident versuchen, durch eine überraschende Offensive schnelle Siege erringen und dann natürlich gute Nacht. Also in kommenden circa 2 Wochen wird sich entscheiden, wie es weitergeht in der Ukraine. Ja, weiß jemand, David, weißt du noch was Lustiges? Nein. Gut, das war die letzte Woche. Bis zum nächsten Mal. Okay, danke, dass ihr da seid.